Hi und herzlich willkommen bei Genial Kitchen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir in diesem Video, wie man leckere Köfte, also Hackbällchen, mit Kartoffelecken zubereitet. Dazu kommt noch eine cremige Dipsoße mit Knoblauch vom Allerfeinsten. Die Zutaten dazu blende ich dir noch mal kurz ein, damit du bei Bedarf nachschauen kannst. So, los geht's mit der Zubereitung. Als erstes nehmen wir unser Gemüse und werfen alles in unseren Mixer. Anschließend vermischen wir 300 Gramm Rinderhackfleisch mit dem pürierten Gemüse. Bevor wir mit dem Kneten anfangen, geben wir aber noch Paniermehl und die Gewürze dazu. Nun können wir unser Hackfleisch kneten. Jetzt werden die Köfte in Bällchen geformt und dann in die Auflaufform gelegt. Ach mal nebenbei, lass mir doch bitte ein Abo da, damit unsere Community weiter wächst und du demnächst keine Videos verpasst. Ich lade dreimal die Woche leckere Rezepte hoch. So, für die Köfte brauchen wir noch eine Soße. Dazu nehmen wir Paprikamark, Öl, geben 350 ml Wasser dazu und rühren es mit einem Schneebesen um. Natürlich dürfen wir Salz und Pfeffer nicht vergessen. Wir geben die Soße in die Auflaufform hinein und lassen die Köfte im Ofen bei 180 Grad ca. 30 bis 45 Minuten backen. In der Zeit können wir die Kartoffelecken zubereiten, indem wir einfache Ecken schneiden und sie auf dem Blech platzieren. Die Kartoffelecken werden mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Anschließend noch etwas Olivenöl darauf träufeln und ab in den Backofen für ca. 20 bis 30 Minuten. Nun kommen wir zu der cremigen Dipsoße. Dazu benötigen wir 200 Gramm Joghurt, eine Knoblauchzehe, die wir klein schneiden. Ein bisschen Mayonnaise. Salz. Und getrocknete Pfefferminzpulver. Und fertig ist die Dipsoße.
Also guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video. Tschüss!